Heute machen wir was ganz Gesundes. Wir machen ein Sellerie-Püree. Das ist so ein Sellerie, den man dazu zu kaufen kriegt. Kostet nicht viel. Sellerie hat von Natur aus sehr viel Kalium, ist gut gegen Gicht und Rheuma, also eine richtige Wunderpflanze. Zudem keine Kohlenhydrate. Wir machen das ähnlich wie ein Kartoffelpüree, wenn wir es aufarbeiten. Dazu brauchen wir eine Schalotte, die will ich gleich klein schneiden. Ein bisschen Butter, wo ich die Schalotte anspitzen kann. Ich habe hier so einen Apfel, der hat schon eine Stelle, die werde ich nachher wegschneiden. Das kommt nachher mit rein ins Püree. Alles aufkochen, mit Salz dann abschmecken. Und zum Aufkochen nehmen wir kein Wasser, wir nehmen halt Milch. Und das werden wir nachher dann gleich zusammen machen. Als erstes müssen wir die Knolle in kleine Stücke schneiden, so Zentimeter große Würfel. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Als erstes schlitzen wir die Schalotten in ein bisschen Butter an. Dass sie ein bisschen Farbe bekommen. Dann gebe ich meine klein gehackten Apfelstückchen dazu, also geschälte Apfel von den braunen Stellen beseitigt. Das kommt mit dazu. Das wird kräftig miteinander. Moment ziehen lassen. So, wenn ich merke, dass das Ganze ein bisschen Farbe bekommt, also braun wird, dann lösche ich das mit Milch ab. Gebe meine klein geschnittenen Sellerie hinzu. Und dann wird es für 20, 25 Minuten erstmal schön gedünstet. Und in der Zwischenzeit können wir uns mit anderen Sachen beschäftigen.